Ja, servus liebe Kinderautoren, schön, dass ihr heute reinschaut. Es ist nach wie vor Herbst und somit Kastanienzeit. Heute basteln wir einen Koala-Bären aus Kastanien. Habe ich bisher im Internet keine Bauanleitung dafür gefunden, deswegen Weltpremiere, höchste Zeit, dass wir das einmal machen. Also, schaut's mit, ich zeige euch Schritt für Schritt, wie ihr diesen süßen Koala-Bären aus Kastanien basteln könnt. Ich habe für unseren Koala-Bären schon mal zwei Kastanien hergerichtet, das eine als Körper und den anderen als Kopf. Und beim Koala-Bären ist er auch ganz markant, neben seinen wuscheligen Ohren, seine Nase. Da habe ich jetzt Hattepads gefaltet, mehrfach. Und die male ich jetzt mit schwarzem Filzstift an, denn soweit ich mich erinnere, ist die Nase von so einem Koala-Bären ja ganz schwarz. Was beim Koala-Bären auch markant ist, neben seinem großen Riechkolben, und die kleinen schwarzen Augen, das sind seine puscheligen, wuscheligen Ohren. Also ihr seht schon selber, ich habe hier bereits einen Eisstiel hergerichtet, habe den grau angemalt in den Farben vom Koala und schnippel jetzt da zwei so Ohren jeweils an den Seiten runter mit dem Messer. So, nehme jetzt das Messer. Schneide da seitlich rein. Ich habe schon etwas gut getrocknete Kastanie erwischt. Da geht das Ganze dann ein bisschen schlechter. Nehmen wir den her, der ist ein bisschen angespitzter. Also nehmt lieber ein bisschen Frische her, dann tut er euch da deutlich leichter. Ich muss das jetzt anspitzen, damit ich da in den Schlitz der Kastanie das da reinstecken kann. Wir kleben jetzt auf die Ohren gezupfte Watte drauf, damit das Ganze möglichst den Ohren von einem Koala-Bären ähnlich schaut. So, wir haben jetzt den Kopf und den Körper vom Koala-Bären miteinander verbunden und jetzt kriegt er noch seine Pfoten von mir. Mit der Ahle, dem Stechdorn, bohren wir nochmal Löcher hinein und der Koala-Bär hat seine Pfoten links und rechts. Unser Koala-Bär ist fertig, schaut doch ganz lieb und süß aus, probiert den auch zum Basteln mit den Kindern, den bekommt ihr sicher auch ganz toll hin. Und wir haben euch auch gezeigt, wie ihr den selber basteln könnt, diesen lustigen Koala-Bären aus zwei Kastanien. Weitere Bastelideen findet ihr auf kinderoutdoor.de, ihr dürft uns gerne liken und gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Ich freue mich, euch wiederzusehen, passt auf euch und die Kinder auf, bis bald, pfiat, servus, euer Uli.